Und zwar, Leute, verlose ich 3 von 2,3 Kilo Dosen Whey. Das ist einmal Vanille-Zimt-Geschmack, Leute. Das ist einmal Vanille-Geschmack und das ist einmal Cookies und Cream-Geschmack. Also 3 verschiedene Geschmäcker, Leute. Low-Carb-Pizza, Leute. Hard to go, beste Leben. Was geht ab, Leute? Aufstehen, denkt daran, nicht snoosen, wenn ihr aufsteht. Ja, direkt, wenn das Handy läutet, ab aus dem Bett, dann seid ihr später viel, viel fitter. So, let's go. Mein Frühstück, Leute, sind 30 Gramm Whey und natürlich 5 Gramm Kreatinmonohydrat. 3 bis 5 Gramm jeden Tag, egal wie, egal wo. Das haue ich jetzt noch in meinen Shake. Und sonst frühstücke ich aber nichts, weil ich dann im Büro immer frühstück, wenn ich in Berlin bin zumindest. Jo. Prost. Es ist fucking kalt. Und Leute, man könnte sich jetzt aufregen, dass das Wetter scheiße ist, dass es kalt ist, dass dies ist, dass man keinen Bock hat auf das, keinen Bock hat auf das. Aufstehen, Leute, und dankbar sein, was man hat. Und einfach extrem positiv in den Tag gehen, ja. Nicht mit irgendwie negativen Gedanken in den Tag gehen. Das ändert alles. Jeden Tag dran denken. Wer hat hier fucking 19 Grad eingestellt? Frühstück, Freunde, meine erste Mahlzeit nach dem Shake. Und zwar machen wir mal wieder die Proteinbombe. Mit Abstand eines der geilsten Dinge. So in der Früh, Leute, Haferflocken. Ja, hier habe ich Blaubeeren, eine Banane, Magerquark. Also ihr könnt das mit jeglichen Früchten machen. Heute nehme ich Blaubeeren. Und Süßstoff kann man natürlich auch noch reingeben. Oder Zucker oder Agavendicksaft, wie ihr wollt. Auf jeden Fall, das ist mein Frühstück. Let's go. Und das kommt jetzt 1 bis 2 Minuten in die Mikrowelle, damit die Haferflocken durch sind. Das sind 500 Gramm, Leute. In Deutschland gibt es immer 500 Gramm, in Österreich nur 250. Auf jeden Fall werde ich jetzt so circa die Hälfte von dem Magerquark nehmen. Wenn wer süßer mag, einfach Honig, Agavendicksaft oder flüssigen Süßstoff ein bisschen. So Leute, das ist meine Proteinbombe. Das ist unten extrem heiß, weil die Haferflocken noch heiß sind. Und das finde ich aber das Geile. Ja? Das heißt, oben ist alles kalt und unten habt ihr einen heißen Haferflockenboden. Das bedeutet, wenn ihr das esst, habt ihr einfach beide Sachen und richtig cool. So, und wir tracken das natürlich. Haferflocken, hier hatte ich genau 55 Gramm. Magerquark, 250 Gramm. Banane, wenn ihr so eine Banane nehmt, Leute, ihr könnt die abwiegen, würde ich in der Diät eigentlich auch machen. Aber Durchschnitt ist so immer 120 Gramm pro Banane. Dann hatten wir Blaubeeren, das waren 250 Gramm. So, Freunde, das bedeutet, das Meal hat 6 Gramm Fett, 58 Gramm Kohlenhydrate. Die könnt ihr noch viel, viel weniger machen. Das bedeutet, wenn ihr in einer Diät seid und Kohlenhydrate sparen wollt, dann macht einfach viel weniger Haferflocken, zum Beispiel 20 oder 30 Gramm. Ja, ihr müsst nicht 55 Gramm machen. Wenn ihr noch mehr Kohlenhydrate und Kalorien wollt, macht ihr natürlich mehr
Haferflocken und 40 Gramm Protein. Wollt ihr hier mehr Protein, nehmt ihr einfach noch mehr Magerquark. Ah ja, übrigens, und wenn ihr auch an Carbs sparen wollt in einer Diät, dann lasst die Banane weg, ja, und nehmt lieber nur Beeren, zum Beispiel Himbeeren, Blaubeeren etc. Kann ich euch auch nur empfehlen. Und übrigens, was da oben steht, hier steht Ziel 5000 Kalorien. Das ist natürlich kompletter Blödsinn, Leute. Die Kalorien rechnet ihr euch individuell an euch aus. Wir haben das im Programm, egal ob Diät oder Aufbau. Und diese Apps, ich habe jetzt irgendwas eingegeben, das verwende ich nur zum Zählen und am Ende meine Makros und Kalorien, um da hinzukommen, die ich mir ausgerechnet habe. Ich kann das einfach mein Leben lang essen, Leute, weil man so variieren kann. Man kann so einen Haferflocken, wie gesagt, auch noch Kakao geben, was normalerweise bei der Proteinbombe dabei ist. Man kann alle möglichen Früchte drüber geben, man kann auch Skier nehmen statt Quark. Einfach zu geil, Leute. Mahlzeit. Mein erster Kaffee ist heute, das ist mein erster Kaffee. Ich liebe Kaffee. Einfach schwarz, bedeutet auch 0 Kalorien, eh klar. Prost. So, Leute, Army Support. Hier habe ich direkt in die Army gepostet. Justin, neues Mitglied. Gemeinsam sind wir stark, auf jeden Fall. Justin, gib Gas. Du brauchst aber eigentlich nicht viel abnehmen. Ich hätte dir eher empfohlen, jetzt den Aufbau zu gehen bis April. Und dann mit Lean Massive, ja, und dann mit Fit and Shredded für den Sommer durchzuziehen. Aber du kannst auch jetzt eine Diät machen und dann einfach vorm Sommer nochmal. Du hast das Programm ja dein Leben lang, deswegen gib Gas, Justin, und herzlich willkommen. Oh shit. Protein-Weihnachtsstollen und Protein-Marzipan-Kugeln. Dennis, poste mal bitte das Rezept in die Army. Und hier hat Dennis Protein-Marzipan-Pralinen. Also Leute, Wahnsinn, was für Rezepte auch von euch noch zusätzlich in die Army einfach gepostet werden. Und das nenne ich Leben verändern, Leute. Der Joshua, schaut euch das mal an. Wahnsinn. Und das war jetzt der Anfang, Joshua. Ich will, dass du so eine Transformation hinlegst wie auch andere. Das bedeutet wie zum Beispiel Dominik Dragon. Ich glaube, der hat insgesamt 50 oder 60 Kilo verloren. Einfach nur größten Respekt und zieh weiter durch. Bestes Beispiel, Leute. Der Klaus schreibt, er kann nie durchhalten. Und was antwortet ein anderes Mitglied? Du bist doch viel stärker als das. Hör auf zu jammern und mach. Wahnsinn, Leute. Push die anderen. Pia Kaiserschmarrn, bestes Rezept. Das nennt man Meal Prep, Leute. Thunfischbodenpizza. Protein-Coffee-Time. Mega Bild. Und das ist einfach das Geile, Leute, in dieser Army, in diesem Team, weil das Problem ist es ja von den meisten einfach aufzuhören und aufzugeben und nicht durchzuziehen, ja. Das Problem ist es von uns allen. Aber dieses Team, wenn da 6.500 Leute ein Programm machen, ja, in der Fit and Shredded Army und über 2.000 in Lean & Massive, dann ist es viel schwieriger aufzuhören, weil du jeden Tag deine Rezepte siehst. Du siehst, wie Leute weiter Gas geben. Du kannst Fragen reinstellen und bekommst sofort Antwort. Du bekommst Feedback, dir wird in den Arsch getreten. Du bekommst, es ist unglaublich, es ist einfach der größte Bonus und Mehrwert, deswegen dieses Team. Und noch was dazu, ich habe gestern eine Nachricht bekommen von jemandem, der gesagt hat, dass er immer wieder aufhört und das nicht schafft. Und ich würde extrem gern, Leute, ab 2020, also eigentlich jetzt bald, mal so eine Challenge machen, wo wir alle zusammen gleichzeitig starten, an einem Tag gleichzeitig, egal ob Aufbau mit Lean & Massive, Diät mit Fit & Shredded, wo wir noch extra Sachen machen, also von mir extra Livestreams jede Woche, vielleicht extra Videos dafür, extra Support-Dinge, dass wir einfach alle, also mehrere tausend Leute an einem Tag starten und uns so gegenseitig pushen und dass niemand einfach aufgibt. Dass niemand aufgibt, Leute. Gebt mir mal Feedback, Leute, haut das in die Kommentare, dass wir so durchziehen, alle zusammen an einem Tag wie noch nie. Yeah.
Update. Aber Form kommt schon langsam. Definitiv. Und Leute, natürlich bisschen kacke, dass ich jetzt wenig Videos gemacht habe, ja. Aber ich habe die Diät, also das natürlich durchgezogen, Leute. Weil das haben mich auch manche auf Instagram gefragt, was jetzt los ist, soll ich das nicht durchziehen? So 1000% durchgezogen, bis auf das, dass ich kurz krank war. Ich kann wieder mehr Zeit für das investieren, was ich liebe. Und so Videos für euch zu machen und mit euch zu sein und einfach wir geile Sachen für diese Army und für euch alles zu geben. So Leute, ich habe jetzt hier 500 Gramm Skier. Ich zeige das eh die ganze Zeit auf Instagram. Ihr wisst das wahrscheinlich schon. Eine so eine Dose, also 100 Gramm haben 11 Gramm Protein. Eine Dose hat 500 Gramm, manche haben auch 450. Das bedeutet, der hat 55 Gramm Protein. Und das ist halt ja richtig, richtig cool so als Proteinquelle. Und hier habe ich so ein Knuspermüsli mit weniger Zucker. Natürlich hat das trotzdem extrem viel Kalorien. Und zwar 400 Kalorien pro 100 Gramm. Aber ich haue mir da dann einfach immer nur so 30 Gramm drüber. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Auch wegen Zucker, Leute, habt ihr nicht so eine Angst. Ja. Wenn man hier ein bisschen Knuspermüsli verwendet, ist das nicht schlimm. Leute, das ist mein Post-Workout-Snack-Mahlzeit. So Leute, wir machen jetzt ein Rezept, was ich schon sehr, sehr lange eigentlich auf YouTube machen wollte. Ich habe das schon zweimal gemacht und ich fand das richtig, richtig geil. Wir brauchen dafür zwei Zucchini. Ihr könnt auch mehr nehmen, aber ich würde euch eigentlich empfehlen, zwei Zucchini zu nehmen. Das ist geriebener, fettarmer Käse, ja, wenn ihr keinen fettarmen habt neben normalen. Aber ich würde euch auf jeden Fall fettarmen empfehlen. Passierte Tomaten, Leute, Eier. Achtet übrigens darauf, immer aus Freilandhaltung zu nehmen. Und damit, ja, Gewürze natürlich auch. Wir haben hier Pfeffer, Knoblauch bisschen und Salz. Das sind jetzt die zwei Zucchini, Leute. Die sind natürlich noch viel zu wässrig. Das bedeutet, wir können jetzt ausdrücken. Entweder ihr macht das Ganze mit der Hand, dauert ein bisschen, oder ihr legt das Ganze in ein Geschirrtuch. Was heißt Geschirrtuch auf Deutschland, Deutsch? Geschirrtuch. Digga, der im Rewe, der wusste nicht, was das ist. In einem Geschirrtuch, einfach, dass das Wasser weg ist. Und danach kommen die Sachen dazu, Käse, Eier etc. Nein. Ich komme auch nicht ran. Digga! Ein Ei, Leute. Salz. So Freunde, und das kommt jetzt 35 bis 40 Minuten bei ca. 220 Grad in den Backofen. Dann geben wir das rein und dann kommt noch Käse darüber. So Leute, und da kommt jetzt noch Käse drüber und dann kommt das Ganze nochmal für 10 Minuten ins Rohr. So Leute, das ist jetzt... Die Pizza, mir ist das fast verbrannt, ja. Aber das ist richtig geil. Seht mal, das ist einfach Zucchini-Pizza mit Käse überbacken. Ich nehme jetzt hier die passierten Tomaten. Low-Carb-Pizza, Leute. Der Shit schmeckt Wahnsinn. Der Shit schmeckt wirklich Wahnsinn. Und Freunde, ich habe sehr lange kein Rezept mehr da auf YouTube gemacht und mich würde es extrem freuen, wenn wir, wie früher, wie das immer war, ja, wenn wir da wieder komplett abgehen und wir alle das nachmachen und das alles auf Instagram posten, dass wir wieder Instagram überfluten. Ich will auch bei Fit and Shredded so viel von euch reposten, also markiert mich, markiert Fit and Shredded, lasst uns alle dieses Rezept machen.
Darauf habe ich richtig Bock. Das macht dann gleich umso mehr Spaß, finde ich, wenn wir das alle gemeinsam einfach dann immer verbreiten. Let's go. Ich habe euch versprochen, ein Gewinnspiel zu machen. Ich habe es auf Instagram versprochen. Und zwar, Leute, verlose ich 3 von 2,3 Kilo Dosen Whey. Das ist einmal Vanille-Zimt-Geschmack, Leute. Das ist einmal Vanille-Geschmack und das ist einmal Cookies und Cream-Geschmack. Also 3 verschiedene Geschmäcker, Leute. Was ihr dafür tun müsst, ist eigentlich, schreibt irgendwas in die Kommentare, Leute. Lässt euch irgendwas Cooles einfallen. Macht den Hashtag OneTeam dazu. Und dann werde ich im nächsten Vlog, der kommt diesmal schneller, ja, das ist nicht so wie beim letzten Mal, werde ich 3 Gewinner auswählen. Schickt euch jeweils 2,3 Kilo Whey und ich wünsche euch allen viel, viel Glück. Ihr könnt auch mehrmals kommentieren, also haut richtig in die Kommentare und es gibt 3 Gewinner, also ist die Chance diesmal groß. Normalerweise gibt es immer einen Gewinner. Macht alle mit, Leute, und zerstört dieses Gewinnspiel. Wenn das richtig abgeht, werde ich im nächsten Foto Fitting wieder was verlosen. Viel Glück. So, Leute, grünen Tee. Ich bin ja gerade beim Vietnamesen. Und das esse ich fast immer beim Vietnamesen, Leute, weil es einfach nur Suppe mit Hühnerfleisch, mit Nudeln, ja, und einfach keinem Fett, also wirklich nahezu gar kein Fett, nur Carbs und Protein. Dazu kommen ein paar Chilis. Bestes Essen, Leute. Mahlzeit.